Nee. Du kommst jetzt dann gerade in einer Viertelstunde. Ich dachte, ich nehme dir gleich mal schnell etwas auf. Ich bin sonst zu kurz gekommen. Hey, Gefühlsstürme heute. Hey. Morgen ist noch einigermaßen gegangen heute. Ausser mit dem WC hatte ich wieder ein bisschen Mühe. Und den ganzen Tag so bläge am Bauch. Wow. Beim Bauch habe ich 6 Monate schwanger, das war jetzt Tage nicht mehr so. Dann dachte ich, ja, angespannt oder Schiss, keine Ahnung. Ja, nachher habe ich aber noch. Ich fühle mich falsch verstanden von Markus. Der hat noch irgendwie ein kurzes Tönchen geschickt mit dem. Ja, sich beklagt über. Etwas, was ich gesagt habe in einem Satz, wo ich eigentlich finde, ich habe es gut eingepackt, aber hat ihn offenbar irgendwie nicht auf dem rechten Fuß erwischt und hat dann noch gesagt, ja, falls du auf dem Weg bist, in mich zu verlieben, dann treffen wir uns da einfach nicht. Und das hat A, bei Zeta und B, hat es mir ein bisschen Piss gemacht, weil ich finde, hey, willst du mal deine Töne hören? Es ist einfach doch recht missverständlich. Und ja, auch irgendwie Verletzung im Sinne von einfach, man fühlt sich dann wie so, egal, nicht, dass ich dich wirklich toll gefunden habe. Also sind schon ziemlich viele dann so Gefühlsstürme zusammengekommen, wo ich selber nicht so recht gewusst habe, was muss ich jetzt, und bin ich jetzt falsch, oder was habe ich jetzt, oder wie geht es mir und so. Und dann so, hey, ich kann mich jetzt nicht um das kümmern, ich muss jetzt gehen. Dann bin ich einfach da gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und dann bin ich da. Das sind unnette Leute dort. Das werde ich dir jetzt nicht erzählen, das muss ich ja jetzt nicht ausfüllen. Aber ich habe Schiss vor dieser OP, weil das ist ja jetzt quasi noch die Hardcore-Variante von allen. Also es ist nicht endoskopisch und nicht einfach die normale Mikrochirurgie, sondern gerade alles rauskratzen und Spickel rein tun und Wirbel versteifen. Einfach am längsten im Spital überhaupt. Und angesichts der Schwierigkeiten wäre es gut, wenn ich nachher könnte zur in der Klinik Davos, weil sonst müsste ich da Spitex haben. Und wenn ich nur schon Spitex denke, komme ich Einsamkeitsattacken über, einfach in Habite. Das alles nicht mehr dann allein können und niemand da. Und ich muss eine Spitex holen, also wenn ich bei 42 bin. Ich habe einfach too much und dann gehe ich lieber dorthin. Und dann, die haben so eine Orthopädie, weißt du, das ist so Post-OP-Zeug. Das würde jetzt nicht lange wegen einer diskussionellen Operation, aber wenn man bei der Kostengutsprache noch reinnimmt, dass es auch noch psychisch gestützt muss werden. So, dann könnte sie, und dann wäre ich einfach 4 Wochen da, dann würde ich irgendwie ein bisschen Physio und würde dann halt einfach das essen, was es da gibt. Also keine Ahnung, dort haben sie auch noch Psychosomatik und so, von dem her. Dann könnte man es dann einfach nachher wieder anschauen, wenn ich wenigstens wieder auf der Beine bin und so. Was dann nächste Schritte sind. Aber das macht mich schon so irgendwie, ey, leck mir. Weißt du, schon wieder der Perfektionist, der irgendwie findet, ja, aber dann hast du deinen Griff und so. Und das Wissen. Ja, wahrscheinlich nicht. Es wird vielleicht noch ein paar so Sachen geben und vielleicht dann noch in Essstationen gehen und Kliniken über das Problem, wo dann das Problem angeschaut, einfach so völlig Überforderung mit dem. Und die Verwandte noch mal heute, die wirklich gesagt hat, ich glaube, ihnen ist nicht ganz klar, dass das eine Krankheit ist. Sie redet immer so von sich, als wäre das einfach ihre Schuld. Und so fühlt es sich eben auch in mir rein. Ich weiß schon, dass es Krankheit ist, aber ich finde einfach, ja, ich könnte einfach aufhören. Aber ich kann ja eben einfach nicht aufhören. Das ist ja. Also, weißt du, mit dem Muster? Ja. Und es ist wie so, eigentlich mir klar, logischerweise, dass es eine Krankheit ist und fühlenderweise überhaupt nicht. Da finde ich wie, hey, reiss dich doch mal zusammen, ich geh zusammen. Und darum ist jetzt Überforderung und Ausgeliefertheit und was ist jetzt noch macht und Zeug und OP und was machen denn die dort? Und hoffentlich, was? Einfach. Und wie geht denn die IV-Gutachten und was ist, wenn die nicht, Aber hey, jetzt ist gerade, ich glaube, ich habe bis zur Weihnachten bin ich einfach ein Angst-Bälerli. Also, ich tue mich jetzt vor, entschuldigen, falls ich mich jemals total geil angespannt verhalte. Einfach so, hoi, ja, nein, danke, tschüss, nein,
dann hat es mit dem zu tun, dass ich eigentlich recht überfordert bin, was ich eigentlich normal ist. Und darum, ich bin irgendwie schon vom Chirurg zurück, wo ich gelaufen bin. Ich bin auch beim Dani vorbei, das war vorher schön, da habe ich wieder mal meine Zwillingsmädchen gesehen und er hat sich knüllig gefreut und dann habe ich wieder gemerkt, komm, die haben mich total gleich gern, weißt, das merkst du manchmal einfach nicht. Ich habe schon auf dem Abendweg brüllt, immer wieder, noch nicht recht gewusst, was für, aber einfach irgendwie wahrscheinlich überfordert. Und nach der Verband auf dem Heimweg, hat es mich verrührt, ich musste stehen bleiben, ich habe wirklich einfach, und habe mich dann aber irgendwie wieder gefangen und ein lüpfiges Lied gehört, um mich wieder rauszuholen. Und bin am Migros und heim und jetzt einfach schnell eine Viertelstunde hingelegen und einfach mal ruhig schnaufen heute. Und jetzt noch das. Und jetzt kommst schon du. Dann fühle ich mich irgendwie gut aufgehoben. Fühle mich überhaupt gut aufgehoben. Ich habe mit dem Nicola noch gegessen, messen, einfach so zu informieren und meine Tante am Telefon gehabt. Und jetzt das gute Gefühl von nach all den grossen bevorstehenden Krisen, jetzt einfach, wow, was kommt alles und die Ängste und Überforderungen. Das Gute am heutigen Tag ist, dass ich jetzt, abgesehen von Markus, das Gefühl habe, jetzt ziehen alle im Strick, weißt, und jetzt geht etwas, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin gut heim, man kümmert sich um mich. Der Wälder war mir wirklich sympathisch, hat mir gut erklären, hat gerade mit der Verbandin telefoniert, die Verbandin ist schon informiert. Jetzt weiss ich ungefähr, was die nächsten Schritte sind und dass die alle Bretter hart und schwierig sind, die ist immer klar. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr einfach die Stagnation, wo einfach ich warte und hoffe, und es wird besser und niemand. Jetzt ist wie, jetzt ist mal ein Karren angelaufen. Halt, ja, nicht mit besonders lässigen bevorstehenden Sachen, aber wenigstens gute Leute an Bord und irgendwie, ja, du bist da und irgendwie wie es. Wird wohl okay sein. Es geht einmal dann mal etwas und es ist nicht mehr einfach immer gleich und eigentlich das finde ich gut. Und jetzt mache ich das Nachbarat, bin ich gar nicht bereit, um 7:30 wie ich gross erzählt habe. Und ich habe mein Handy abgestellt, ich hoffe, du hast nicht geschrieben und ich habe es nicht gesehen. Und jetzt war es 20 ab, jetzt kommst du dann gleich, gell? Ich freue mich auf dich. Das sehen im Fall meine Augenringe, sie sind unübersehbar. Aber hey, es ist ein schwieriger Tag, sind ich auch sehr brüllen. Also, ciao.